Morgen im Rathaus ab 9 Uhr. Ich begrüße jetzt sehr herzlich Wolfgang Keck-Rauber von Wildwuchs. Hallo Verena. Schön, dass du da bist. Von den Bienen zu den Blumen. Heißt, das wäre ein super Futter. Ja, perfekt, ha? Das wäre ein super Futter. Wir hätten viel Spaß dran. Wir reden aber jetzt nicht mit dir über Bienen, sondern über den Muttertag, der bevorsteht. Ne? Am Sonntag ist es wieder soweit. Ja, wie stellst du den Muttertag 2015 vor, so grob gesagt, bevor wir uns dann... Klein, aber fein, ja. Und vielleicht ein bisschen pastellig, okay. Und du hast ein bisschen kitschig, okay. Und auf jeden Fall ehrlich gemeint. Aber was bedeutet Muttertag für Floristen überhaupt? Wie viel Arbeit ist das? Ich glaub, sehr viel Arbeit. Ja, also so der durchschnittliche Arbeitstag verlängert sich von 14 Stunden auf 16 bis 18 Stunden. Oh, das ist für einen Floristen normal. Also, jetzt schauen wir uns einmal heute deine Werke, deine Kunstwerke an, die du mitgebracht hast. Da, gelb, boom, was ist das für eine Blume? Die große ist die. Du wirst es nicht glauben, das ist eine Pfingstrose. Ja. Geh! Ja, die hat eine wunderschöne Blüte, heilt auch sehr lange. Mhm. Sie hat ein bisschen den Nachteil, dass sie nicht so angenehm riecht, wie Pfingstrosen sonst riechen. Aber sie hat eine sehr tolle Züchtung. Ja. Und das ist zum Beispiel das Ensemble. Ich stelle mir so vor, größere Kinder kommen mit diesen sehr schweren Tabletten zum Bett von der Mutter und gratulieren. Ja. Das Schöne daran, finde ich, ist einfach die außergewöhnlichen Blüten, sprich diese Pfingstrose und diese Fritellarien in denselben Gelb, wie auch die ganzen Gefäße gestrichen werden. So arbeite ich momentan überhaupt gern, so einfach Ton in Ton oder eigentlich schauen, dass man wirklich dieselbe Farbe zusammenkriegt. Ja, das ist eine sehr stimmungsvolle Geschichte. Schlicht, aber die Farbe spricht für sich. Die Farbe spricht für sich, genau. Und ist erfeinert. Vergiss mal nicht, die wird man allerdings bei dir vielleicht unter Umständen jetzt nicht im Geschäft vorfinden. Oder? Möglicherweise, weil alle Pflanzen haben einen Wachstumszyklus. Ja, und die waren halt jetzt am Wochenende wunderschön. Möglicherweise sind sie bei dem Wetter verblüht bis zum Wochenende. Dann gibt es halt einfach keine. Und wie lange dauert es dann bis zum... Also 14 Tage macht im Schnitt, würde ich wieder mal so grob schätzen zur Pause und so. Ich habe aber natürlich noch welche gebracht, ja, sehr schön in dieser Suppenterrine, die auch in Vergissmeinnichtblau bemalt worden ist, eingesetzt, beziehungsweise als sehr, sehr kleine Sträuße. Ja. Eben Vergissmeinnicht pur, beziehungsweise Vergissmeinnicht kombiniert mit diesen Adonisrösen, dieses kleine Rote da, das ist wirklich ganz eine schöne Sorte von Blumen. Ganz lieblich eigentlich. Ne? Und das ist das, was ich gemeint habe, mit eher klein und fein, als jetzt groß und in Folie verpackt. Mhm. Ne? Dann natürlich, so stellt sich Mutter auch gerne den Sonntag vor. Also wenn sie, ich denke, wenn sie vorher noch irgendwie einen Pappbecher mit Kaffee ins Schlafzimmer geschleust bekommt, ist sie dann auch damit glücklicher. Das ist so eine richtige Mädchenfarbe heute. Ne? Ja, alles schön rosa, wie du siehst, das Bild von der Lena Meyer-Landsroth. Ja. Man kann auch so seiner Mutter gratulieren, ja, wenn sie gerade auf Diät ist, ist vielleicht dann fiktiver Google-Hupfer, das gibt es in Rosa auch ganz nett. Wichtig sind aber natürlich die Blumen. Und wenn du dieses Gebinde anschaust in dieser Kanne, ja, das ist natürlich schon eine sehr schöne Komposition von Ranunkeln, von Eistromerien, von Nelken zum Beispiel sind drin, kleine. Das ist schon eine ziemlich tolle Schicht und da hat man, glaube ich, schon erfreut. Ja, schönes Dankeschön. Ja. Schönes Dankeschön. In Weiß, ganz in Weiß. Weißt du, ich bin immer so ein bisschen der Purist und das ist ja schon allgemein bekannt, entweder üppig oder Purist. Das gibt halt alles jetzt, was so die österreichischen Gärtner im Programm haben. Ja, die ersten einheimischen Pfingstrosen, ja, sehr klosgebunden, so ein Strauß mit Scabiosa oder eben bunt gemischt mit Margariten, mit kleine Rosen mit Kamille gemischt, ja, oder auch nur Viburnum als Solo-Schicht oder Hypericum. Also du kannst wirklich aus vielen Dingen ganz schlichte Sträuße machen, die auch sehr lange halten, ja, und die trotzdem fernab sind von dem, was man halt üblicherweise sieht. Und das machen halt, das ist halt die Spezialität der österreichischen Floristen, weil sie sich ja wirklich weiterbilden. Ja. Okay. Oder zum Beispiel da vorne ist ein Strauß, der hintere mit den weißen Blüten und den braunen, den genau. Wenn du den zum Beispiel anschaust, genau. Genau. Das ist zum Beispiel ein Strauß, der ist, würde man schon fast abgecycelt. Ja. Das sind die Wurzeln von dieser Blume, von der Lefkoe. Die zu einem Strauß gebunden worden sind, dann ist ein paar Wicken eingezogen worden und so ist das eine sehr schöne Schicht. Schön. Abgecycelt heißt das. Naja, ja, wir sagen halt so. Lefkoeien sind einjährige Pflanzen, ja, und die werden tatsächlich mit den Wurzeln geerntet, ja, damit das Feld dann schon wieder vorbereitet ist. Und ist irgendwie schade, wenn man das wegtut. Man kann wirklich alles verwerten. Toll, ja. Toll. Das ist eine Bepflanzung jetzt, nehme ich an. Das ist eine Bepflanzung und ein Gesteck. Mhm. Traditionelle Form für Muttertag, ein Herz, ja. Immer wieder gerne genommen, ja. Mit diesen himbeerfarbenen Hortensien natürlich schon besonders knallig und kommt sicher auch von Herzen. Mhm. Oder aber wenn man zum Beispiel mehr Kinder hat und das Vater mit den Kindern ins Blumengeschäft gibt, es gibt immer sehr kleine Schichten, ja, wo ich dann immer empfehle, wenn zwei, drei Kinder sind, dass sie tatsächlich jeder mit so einem kleinen Stöckel herkommen. Weil wenn die Mutter das daheim in einer Reihe aufstellt, schaut das gleich wahnsinnig viel aus. Und das ist also eine nette Verpackung für Gutscheine zum Beispiel. Man kann einmal ein Frühstück schenken, aber man kann natürlich auch ein Blumenabo schenken.
Man kann aber einfach auch schenken, dass man sich bemühen wird, in der Schule besser zu sein, genau, oder was immer. Das Besondere in, ja, das wünschen sich doch Mütter. Das Besondere, glaube ich, bei dem ist einfach auch die Farbkombination, eben wie vorher schon beim Gelben, dass die violetten Blumen tatsächlich den Ton des Gefäßes, den Farbton des Gefäßes aufgreifen und dass alles in diesem Farbton ist. Und ich glaube, das kommt dann ganz schön. Und da streiten sich vor allem die Kinder nicht. Ich habe die schönere Streisel für die Mama. Ja, das ist immer recht wichtig an Mutter. Ja, da muss man für Ausgewogenheit sorgen. Und diese Aufgabe hat der Blumenhändler. Boom, und jetzt hast du natürlich ein Blumenmeer von Schnittblumen natürlich gemacht. Du hast mir quasi heute aus der Werkstatt, sage ich mal, aus dem Blumenladen rausgeholt, um euch das zu zeigen, wie wir uns das vorstellen. Das ist so ein Material, mit dem wir arbeiten. Und da können wir wirklich mit Fug und Recht sagen, dass 80% eigentlich schon von österreichischen Gärtnern. Und das finde ich ziemlich cool, wie diese Pfingstrosen zum Beispiel, die sind vom Koch, ja. Oder diese wunderschönen Rosen, ja, die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, das macht nichts. Ja. Spirea zum Beispiel, weißt du nicht, zum Beispiel die Lefkoen von einer österreichischen Gärtnerei. Mhm. Das sind wirklich Dinge, mit denen wir jetzt arbeiten, ja, und mit denen wir versuchen, fürs kommende Wochenende möglichst viel Freude zu bereiten. Genau. Das Motto bei dir ist weniger ist mehr, oder? Das Motto bei mir ist Hauptsache von Herzen. Mit dem enden wir mit dem Satz, weil der sehr schön ist heute. Danke dir, dass du uns deine Ideen da mitgebracht hast für Muttertag 2015.